Grüß Gott, liebe Zuhörer, mein Name ist Hubert Jansson. Ich möchte Ihnen gerne meine Kabeltrommel vorstellen, die ich entwickelt habe, da ich mich immer geärgert habe über die Kabeltrommeln, über den Kabeltrommelsalat, habe ich mir das selbst ausgedacht. Und das Prinzip ist ganz einfach. Ich habe einen Sustainer von der Firma Festool hergenommen und habe zwei automatische Kabeltrommeln integriert. Das darf ich Ihnen jetzt mal kurz demonstrieren. Moment. Genau. Ich komme schon. Hier kann man die zwei Kabeltrommeln erkennen. Jede Kabeltrommel hat 16 Meter. Die sind in Reihe geschaltet. Das heißt, Sie haben 32 Meter Kabeltrommel zur Verfügung. Sie können das zum Beispiel auf der Baustelle verwenden. Da stecken Sie hier gleich mal drei, können Sie hier drei Maschinen anstecken. Dann haben Sie auch schon integriert einen Akkuladegerät. Und Sie können zusätzlich hier mit der vierten Steckdose im Raum arbeiten mit einer Maschine. Haben Sie 16 Meter zur Verfügung. Ja, wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, Kabeltrommel wickelt sich von alleine auf. Andere Handwerker sind noch am Kurbeln, am Salat entwickeln. Ja, und das Schöne ist, das lässt sich integrieren, wie schon gesagt, im Container-System, zum Beispiel zu Hause, stapelbar oder im Kfz-Kundendienstauto kann man es schön integrieren, weil es im System ist. Ja, und ich stelle diesen Koffer jetzt frei zur Verfügung, Open Source. Da große Firmen kein Interesse gezeigt haben, möchte ich trotzdem meine Erfindung, dass sie den einen oder anderen vielleicht die Interesse weckt und vielleicht baut sie ja doch eine kleinere Firma nach. So, ich wollte es einfach zur Verfügung stellen. Dankeschön.